Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute gibt es Buchtipps von meiner liebsten Buchhändlerin. Die liebe Sibi hat ein Format ins Leben gerufen, Buchhändler empfehlen. Und ihr Gedanke war hier eben auf kleine Buchhandlungen vor Ort zuzugehen und sich Buchtipps zu holen. Sie hat ihre Buchhändlerinnen, ich glaube es waren zwei, nach dem allerliebsten Lieblingsbuch aller Zeiten gefragt und warum. Und die zweite Frage war, was ist so ein aktueller Lesetipp, der die Buchhändler begeistert hat, und auch hier natürlich wieso. Das konnten Neuerscheinungen sein, aber natürlich auch ältere Bücher, die Buchhändler vielleicht auch gerade erst selbst für sich entdeckt haben. Ich habe hier in meiner Nähe zwar schon Buchhandlungen, aber bin da tatsächlich jetzt nicht der Mensch, der hingeht und sich beraten lässt. Ich hole mir ganz viele Tipps, natürlich von BookTube, von Instagrammern oder aber eben von meiner persönlich liebsten Buchhändlerin Kerstin Merkel. Ja, Kerstin war ja auch hier schon zu Gast auf meinem Kanal und sie arbeitet ja im Hugendubel Frankfurt, und auch das war eine Buchhandlung, die ich direkt ins Herz geschlossen habe, mich damals super wohlgefühlt haben, als wir mit den Kingsianern dort waren. Und bei Kerstin hole ich mir super gerne Tipps, und ich habe sie kurzerhand einfach gefragt, ob sie nicht Lust hätte, als meine Buchhändlerin des Vertrauens, mir ein paar kleine Videoausschnitte zu schicken und genau diese zwei Fragen zu beantworten mit wunderbaren Buchtipps. Und insgesamt, glaube ich, sind es 5 Buchtipps, sowohl eben ihre All-Time-Favorites als eben auch kürzlich gelesen oder auch neueren Bücher, die sie empfiehlt. Und ich dachte, wir schauen jetzt einfach mal gemeinsam rein, was sie so ein bisschen erzählt, und ich gebe am Ende sozusagen auch meine Gedanken dazu preis, und freue mich und bin super happy, dass Kerstin sich einfach so vor ihre Webcam oder ihr Handy gesetzt hat und jetzt Teil meines Videos ist, und finde ich super schön. Lasst uns gemeinsam reinschauen, was die liebe Kerstin uns jetzt erzählt. Hallo liebe Steffi. Ich freue mich total, dass ich mitmachen darf bei eurer tollen Videoidee, wo es darum geht, einer Buchhändlerin zwei Fragen zu stellen, die nicht so normal sind im Arbeitsalltag. Zuerst mal, ich fühle mich total merkwürdig, dass ich hier alleine sitze und in mein Handy spreche. Aber ich gebe alles. Also. Die Fragen an die Buchhändler sind: Was ist dein Lieblingsbuch, also mein Lieblingsbuch, und was war mein letztes absolutes Lese-Highlight? Jetzt ist es natürlich so, jeder Buchhändler hat jemals in seinem Leben wahrscheinlich irgendeine Art von Verkaufsschulung gemacht, wo man ganz explizit beigebracht bekommt, dass es nicht um mich geht bei dem Beruf oder beim Buchverkauf, sondern um die Kunden. Das heißt, ich finde raus, was hat der Kunde als letztes gelesen oder die Kundin, was kenne ich, was so ähnlich ist, und welche Tipps habe ich dann zu geben. Deswegen glaube ich, mache ich das auch. Also ich werde nicht nur über mich sprechen, sondern weil ich dich kenne, Steffi, werde ich dir ein paar schöne Tipps geben. So, und dann starten wir jetzt. Ja, herzlich willkommen, liebe Kerstin, nochmals auf meinem Kanal. Und du hast natürlich recht, ein guter Buchhändler sollte seine Interessen wahrscheinlich nach hinten stellen. Aber ich habe dich natürlich ganz konkret nach den Büchern gefragt und bin mega gespannt, was du mir jetzt für Tipps gibst. Also, dann zur ersten Frage. Was ist mein Lieblingsbuch? Also, wir haben in unserem gemeinsamen Hangout, dem ersten Hangout, den wir zusammen gemacht haben, schon ganz lange darüber gesprochen, was ich wohl für Lieblingsbücher habe. Und auch da konnte ich schon die Antwort nicht so richtig geben, wie wir alle wahrscheinlich, weil das ist einfach die schwerste Frage, die es gibt für Leute, die viel lesen. Und wir haben damals noch nicht mal über Harry Potter oder Herr der Ringe gesprochen, die natürlich auch zu meinen Lieblingsbüchern gehören. So, und jetzt dachte ich, wie komme ich aus dieser Nummer raus und gebe trotzdem eine schöne Antwort. Und da habe ich mir aktuelle Ereignisse genommen. Und zwar hat der DTV-Verlag diese wunderschönen Ausgaben
von Jane Austen gemacht und ich gebe zu, ich war ein Cover-Opfer und ich musste das unbedingt haben. Das ist Stolz und Vorurteil. Ich habe aber natürlich auch Verstand und Gefühl gekauft. Ich muss nicht sagen, dass ich die Bücher natürlich schon längst im Regal habe und ich glaube, von Stolz und Vorurteil habe ich sogar zwei Ausgaben in Englisch und in Deutsch. Aber die sind einfach so wunderschön. Der DTV-Verlag hat so ein Händchen im Moment, oder? Für tolle Cover, also so wie der Witcher und das neue Sarah J. Maas Buch ist auch so wunderschön. Das ist vom Format her so ein bisschen ein kleineres Taschenbuch, aber das Cover ist so ein bisschen, also ich will nicht sagen, dass das ein Hardcover ist, aber das ist so ein bisschen ein härteres Cover. Und vor allem ist die Haptik ist so wie Leinen eigentlich. Ja, also Verstand und Gefühl ist ein Buch, das geht mir manchmal so ein bisschen auf den Keks, weil das so total gefühlig ist. Aber Stolz und Vorurteil ist eine wunderbare Geschichte. Ich weiß nicht, wahrscheinlich kennen wir die alle, die Geschichte, aber ich erzähle sie trotzdem nochmal. Es geht um Elizabeth Bennet, die im 18. Jahrhundert in England in einer Familie aufwächst mit vier Schwestern. Und das stellt die Familie vor das Problem, dass sie alle diese Mädchen verheiraten müssen. Und man versucht, eine Liebesheirat irgendwie zu finden oder zu machen. Aber natürlich sind die Ehen vorwiegend arrangiert, die in dieser Zeit passieren. Und Elizabeth ist eigentlich, sie ist so klug und sie ist so, ja, eigentlich auch offen für die Welt und eigentlich möchte sie Sachen sehen und sie kann sich nicht vorstellen, in der arrangierten Ehe zu landen. Und sie trifft auf Mr. Darcy. Und Mr. Darcy ist furchtbar arrogant und selbst als er merkt, dass Elizabeth die Frau ist, für die er sich interessieren könnte, weil sie eben keine blöde Landkuh ist sozusagen, sondern eine kluge Frau ist und eine interessante Frau für ihn. Selbst da ist er noch so arrogant und von oben herab und ja, als ob es ihn überrascht, dass Frauen so sein können, wie sie ist. Und ja, es kommt zu einem ganz tollen Happy End natürlich zwischen den beiden, aber vorher passieren natürlich Verwicklungen sondergleichen. Ja. Stolz und Vorurteil von Jane Austen. Oh ja, Jane Austen. Definitiv auch eine Empfehlung von mir. Ich habe gefühlt wirklich fast alles von Jane Austen gelesen. Und besonders Stolz und Vorurteil ist natürlich eine Geschichte, die auch durch andere Geschichten, die im Nachgang kamen, immer wieder ja, uns ins Gedächtnis gerufen wird. Ich bin tatsächlich gar kein so großer Fan von Mr. Darcy oder dieser Stolz- und Vorurteil-Geschichte. Ich fand Emma zum Beispiel immer die schönere Geschichte. Aber es stimmt, Jane Austen hat einen ganz besonderen Flair zu schreiben, eine ganz besondere Art und greift auch ganz wunderbar die Zeit, in der sie gelebt hat, ein. Und die Ausgabe, die du jetzt natürlich gezeigt hast, ist wirklich wunderschön. Ich habe gefühlt so eine Uralt-Ausgabe, die jetzt aber auch gar nicht irgendwie hier steht, sondern irgendwo auf dem Dachboden ist. Aber ja, Jane Austen, auch von mir eine ganz, ganz klare Empfehlung und absolut eine Autorin, die man, glaube ich, einfach uneingeschränkt auch empfehlen kann. So, weiter geht's mit meinem zweiten Lesehighlight. Und das ist The Starless Sea von Erin Morgenstern. Auf Deutsch Das sternenlose Meer. Und das ist eine Geschichte, die kann ich kaum beschreiben. Weil ich möchte fast sagen, es gibt Handlungsstränge, die sind stringent durch das ganze Buch. Es gibt aber auch so viele Geschichten, die da erzählt werden, die Bücher sind vielleicht oder auch nicht, oder sie sind
in Büchern, manchmal sind sie aber auch nicht in Büchern und schwierig zu erzählen. Also man fängt an zu lesen und das, was man als erstes bekommt, sind Geschichten, die irgendwann aufhören und die haben kein Ende und du hast das Gefühl, oh, was soll das? Die sind alle toll, die Geschichten, und man ist sofort irgendwie da drin. Aber ja, so, und dann lernen wir unsere Hauptfigur kennen, Zachary Rollins. Und der ist ein Student, der sozusagen Computerspiele untersucht. Und er ist selber auch ein Gamer. Und er findet in einer Periode von seinem Studium, die ein bisschen langsamer ist, und er liest viel und er ist viel in der Bibliothek, und er findet dort ein Buch, das keinen Autor hat, und fängt an, es zu lesen. Und plötzlich, also auch in dem Buch, das Zachary liest, gibt's Geschichten, die kein Ende haben, und eine Geschichte nach der anderen, und eine der Geschichten handelt von ihm selber. Und so verstrickt er sich in eine Art, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, in eine Art Geheimgesellschaft, die sich um einen Ort dreht, und dieser Ort ist das sternenlose Meer. Das sternenlose Meer, das aber ein Ort ist, der vielleicht für jeden von uns auch anders sein kann. So, und das, was das Buch uns, uns gibt, ist, dass es in einer wunderschönen Sprache all diese Geschichten erzählt und gleichzeitig die Geschichte von Zachary erzählt, wie er versucht, zu diesem Ort zu gelangen. Und dabei eine sehr wandelbare Umgebung erlebt. Zwischendurch ist sein Leben bedroht und er bekommt einen jungen Mann an die Seite gestellt. Und das ist eine total schöne Liebesgeschichte auch. Ja, was soll ich sagen? Ich kann nichts sagen. Ein wunderschönes Buch, das man unbedingt lesen muss. Ich hatte zum Teil das Gefühl, wo will das hin? Was wird da die Auflösung sein? Wird es überhaupt eine Auflösung geben? Weil alles ja so verschachtelt und verstrickt ineinander ist. Und irgendwann dachte ich, das ist mir völlig egal. Das ist so schön zu lesen, dass es mir völlig egal ist, ob es irgendein Ende gibt. Es könnte einfach so weitergehen. Ich könnte in diesem Buch einfach sein. ja, ganz viele Katzen laufen an diesem Ort rum und die spielen auch alle eine Rolle. Ein wunderschönes Buch. Ein wunderschönes Buch, das man leider nicht beschreiben kann. Und da bin ich jetzt auch wahrscheinlich eine schlechte Buchhändlerin, weil ich nicht so richtig rüberbringen konnte. Aber bitte, bitte liest es, Steffi. Vom sternenlosen Meer habe ich schon super, super viel gehört. Ich habe von der Autorin damals Nachtzirkus gelesen und bin irgendwie nicht mit ihrem Stil zurechtgekommen. Aber das sternenlose Meer ist auf meiner Wunschliste. Da liegst du gar nicht so falsch, liebe Kerstin. Denn ich glaube tatsächlich, dass das eine sehr, sehr schöne Geschichte sein kann. Und vielleicht muss man einfach mal über den etwas damals nicht passenden Stil hinwegschauen. Und ich werde vielleicht einfach mal doch die Leseprobe zur Hand nehmen und mich mal einlesen. Aber ja, definitiv ist das, glaube ich, eine Geschichte, die ja auch was für mich ist. So, und dann zur zweiten Frage. Was war mein letztes Lesehighlight? Ich habe zwei Lesehighlights und die stelle ich jetzt einfach beide vor. Das erste ist Where the Crawdads Sing von Delia Owens. Das ist auf Deutsch
Der Gesang der Flusskrebse. Das ist ein Buch, das es schon länger gibt und ich habe keine Ahnung, warum ich das nicht längst gelesen habe, weil viele von meinen Kollegen und Freundinnen auch gesagt haben, dass das wunderbar ist. Ja, ich habe es jetzt gelesen und ich kann sagen, dass das ein Buch ist, was mir so nahe gegangen ist und ich habe die Hauptfigur auch irgendwie immer noch bei mir. Ja, und so muss es sein bei Lese-Highlights. Es geht um Kia Clark, glaube ich. Und sie lebt in den Südstaaten von den USA in einem Marschgebiet. Und das muss man dann mal googeln, auch damit man sich ungefähr vorstellen kann, wie diese Landschaft aussieht. Also es ist so ein bisschen, also wenn man so Everglades im Kopf hat, dann ist man, glaube ich, schon einigermaßen richtig, um sich ein Bild zu machen. Und Kia wird das Marschmädchen genannt und sie lebt dort weit ab eigentlich auch von der Zivilisation und es gibt ganz viele Vorurteile ihr gegenüber und viele sagen, sie sei wild und sie könnte gar nicht richtig sprechen. Aber das stimmt alles nicht. Das, was Kia passiert ist, dass sie eigentlich verlassen wurde von ihrer ganzen Familie. Am Anfang des Buches ist es so, dass ihre Mutter weggeht. Die Mutter geht weg in ihren hohen Schuhen und sie dreht sich nicht nochmal um sich zu verabschieden. Und das ist schon auch merkwürdig. Und Kia ist ein kleines Mädchen, da vielleicht 7 Jahre alt oder so. Und sie hat schon erlebt, wie ihre großen Geschwister alle gegangen sind. Ein Bruder ist noch übrig, der verlässt sie dann aber auch. Und zurück bleibt sie mit ihrem Vater, der Alkoholiker ist und der immer wieder für Tage und auch Wochen einfach auch nicht da ist für sie und sich auch überhaupt nicht um sie kümmert. Und auch dieser Vater ist irgendwann ganz weg. Und es bleibt dieses kleine Mädchen in einer baufälligen Hütte zurück in diesem Marschland und muss irgendwie sehen, wie sie überlebt. Das, was so wunderschön ist an diesem Buch, ist, wie diese Landschaft beschrieben ist, auf eine ganz langsame und ganz ruhige Art. Und wie beschrieben ist, wie dieses Mädchen Kia, die dann heranwächst, sich in dieser Landschaft bewegt und wie sie diese Landschaft und das Leben in ihrer Welt wahrnimmt. Und tatsächlich ist es so, dass man kann sich vorstellen, dass niemand, der das erlebt hat, was sie erlebt hat, und der so einsam lebt wie sie, ohne irgendeine menschliche Bindung. Ja, man kann sich vorstellen, dass niemand, der so lebt wie sie, aus dieser Geschichte rauskommt mit einem intakten Verstand. Also natürlich ist sie auf ihre Art irgendwie auch wahnsinnig. Also sie hat Rituale, seltsame Rituale, die sie irgendwie in der Natur, da ist mein Sohn, mit der Natur ausübt und sie, ja, eigentlich will ich gar nicht so viel verraten. Ich will nur einfach sagen, dass dieses Mädchen und ihre spezielle Form von irgendwie auch verrückt sein einem so nahe geht und man hat so das Gefühl, man möchte dieses Mädchen beschützen. Und das ist die eine Seite von dem Buch, nämlich diese ganz lange, langsame Erzählung, wie dieses Mädchen größer wird, erwachsen wird, auch auf Männer trifft. Und die andere Seite der Geschichte ist der Tod eines jungen Mannes aus dem Dorf,
Und man kriegt ziemlich schnell raus, dass dieser Mann in Kias Leben eine Rolle gespielt hat. Und die Polizei untersucht den Fall und vielleicht ist es Mord. Vielleicht hat Kia was damit zu tun. Ja. Das ist der Gesang der Flusskrebse. Erschreckend, wie gut du mich kennst, liebe Kerstin. Ja, der Gesang der Flusskrebse ist auch schon auf der Wunschliste, weil ich glaube auch besonders im letzten Jahr so viele davon geschwärmt haben und es ja förmlich auch einen Hype um diese Geschichte gab. Es ist nach wie vor auf der Wunschliste. Ich bin manchmal total euphorisch und denke, so, jetzt hörst du es, jetzt holst du es dir, jetzt liest du es. Und dann denke ich wieder, ja, aber deine Worte haben es jetzt dazu gebracht, dass das Buch definitiv weiter oben in der Wunschliste sich im Grunde nach oben verzogen hat. Und ich glaube, ich muss es auch einfach mal probieren und sehen, was die vielen euphorischen Worte, die man so findet und Meinungen, ob die dem gerecht werden. Und weil ich The Starless Sea so ganz schlecht beschrieben habe und so eine schlechte Buchhändlerin da war, bin ich jetzt eine ganz tolle Buchhändlerin und gebe dir jetzt persönlich 2 Lesetipps. Du hast in vielen deiner letzten Videos gesagt, dass du mal wieder Science Fiction lesen willst und im All sein willst und so weiter. Da hätte ich was für dich. Und zwar The Last Astronaut. Das ist die letzte Astronautin von David Wellington. Und da geht's um eine Frau, die Sally Jansen heißt und die eine Mars-Mission geleitet hat, eine bemannte Mars-Mission mit dem Ziel, auf dem Mars zu landen tatsächlich auch. Und das war immer ihr Traum. Ihr absolut größter Traum war im All zu sein, Astronautin zu sein und diese Mars-Mission zu machen. Aber es geht etwas furchtbar schief. Sie verliert einen anderen Astronauten bei der Mission und die Mission muss abgebrochen werden. Und sie quittiert danach den Dienst. Sie hat furchtbare Schuldgefühle und sie möchte nie mehr für die NASA arbeiten. Und das wird ihr nicht gelingen. sie wird nämlich zurückgerufen für eine neue Weltraummission, wo es darum geht, dass ein Objekt untersucht werden soll, das sich der Erde nähert und das man zuerst für einen Asteroiden gehalten hat, weil es so ein ähnliches Auftreten schon mal gegeben hat. Aber dieser Asteroid ist keiner. Und das finden sie raus, als sie feststellen, dass dieses Objekt, dieser vermeintliche Asteroid, seine Geschwindigkeit verlangsamt, was im All nicht möglich ist. Das heißt, jemand steuert dieses Ding und das ist ein Raumschiff. Und dann geht dieses verrückte Weltraumabenteuer los. Sie stellen ein Team zusammen, machen sich auf den Weg zu diesem Objekt, Raumschiff, und gehen da rein. Und das, was da drin passiert, Steffi, das ist, ich würde mal sagen, vergleichbar mit diesem Ekelhorror bei Duddits von Stephen King. Ich glaube, dabei belasse ich es jetzt, weil man darf da auch nicht zu viel sagen. Das ist ein Buch, das mich total gut unterhalten hat. Das ist keine, da wird nicht das Rad neu erfunden und ist auch keine Riesenliteratur, aber das ist mega spannend. Das war Wellington, die letzte Astronautin.
Naja, ich und Science Fiction und vor allem das Weltraum. Ja, wir haben eine ja, so On-Off-Beziehung. Es gibt Zeiten, da lese ich unglaublich viel, was im Weltraum spielt. Und dann gibt es Zeiten, da vernachlässige ich dieses Fernweh von mir persönlich irgendwie doch recht sehr. Ja, von der letzten Astronautin habe ich tatsächlich auch schon einiges gehört und ich bilde mir ein, auch durchweg sehr positive Stimmen. Und es ist auch schon auf meiner Wunschliste, es ist total gruselig, dass du Bücher so von der Wunschliste abgreifst und ja, so ein gutes Gespür tatsächlich auch irgendwie dafür hast. Die Vorstellung, dass man so die letzte Astronautin ist, es erinnert natürlich ein bisschen vielleicht an Mark Watney und der Marsianer. Das finde ich aber persönlich gar nicht schlimm, weil natürlich die Handlung eine ganz andere ist. Aber ja, ich glaube, es ist definitiv auch ein Buch, was es demnächst dann hier in mein Regal irgendwie schafft. So, liebe Steffi, dann kommt noch der zweite Tipp von mir. Du mochtest The Witcher total gerne und du hast Nevernight geliebt. Und tatsächlich glaube ich, es gibt nichts, was so ist wie diese beiden Geschichten. Also nichts, was ich kenne. Jetzt ist es allerdings so, dass die Geschichte von Sapkowski, The Witcher, ja auch schon eine ältere Sache ist. Und das hat mich drauf gebracht, dass du vielleicht die Mistborn-Reihe von Brandon Sanderson genießen könntest. Ich glaube, das ist was, was dir gefällt. Das ist ursprünglich eine Trilogie gewesen. Ich habe hier so einen tollen englischen Schuber. Mistborn heißt auf Deutsch die Kinder des Nebels und ich glaube, das ist vor über 10 Jahren schon auf Deutsch erschienen, damals bei, ich glaube, bei Heine, ist auch immer noch. Und in dieser Geschichte geht es um eine Welt, die einem total fremd ist, weil da fällt dauernd so eine Art Ascheregen und alles, also die Pflanzen sind braun und müssen von Asche befreit werden und alles ist irgendwie karg dadurch und ja, das macht total viel Stimmung. Und das andere ist, dass nachts sich Nebel bilden, und zwar jede Nacht. Nebel, aus denen Leute nicht mehr wiederkommen. Nebel, in denen sie wahnsinnig werden. Und ja, man verschließt sich nachts. Man geht nicht raus. Und es geht um eine Welt, in der es diesen. Es gibt so einen übermächtigen Herrscher, das ist der Lord Ruler, und der unterdrückt sein Volk und vor allem das Volk der sogenannten Ska, die als Sklaven arbeiten in dieser Welt. Ja, und wir folgen einem jungen Mann, der Magie benutzen kann, der selbst ein Ska ist und der die Ska mit Hilfe von einer kleinen Gruppe von Leuten ja, in die Freiheit führen will. Eigentlich, die sind Widerstandskämpfer. Das total Tolle an dieser Reihe ist das Magiesystem, weil die, es ist total durchdacht, weil die Fähigkeiten, die Leute magisch entwickeln, kommen aus Metallen. Und sowas habe ich noch nie irgendwo anders gelesen. Also das ist wirklich was total Tolles und Originelles. Wenn einem die Trilogie gefallen hat, dann kann man, glaube ich, glaube, es gibt noch 3 weitere Teile. Also man kann da ewig sich in dieser Welt aufhalten, wenn einem das gefällt. Ich fand es sehr, sehr spannend. Und die Charaktere total gut ausgeführt und gemacht. Also, das könnte was für dich sein, liebe Steffi. Ja, und auch bei Brandon Sanderson triffst du genau meinen Nerv. Und ich habe den Mann schon live auf irgendeiner Buchmesse gesehen und habe einer Lesung gelauscht und einer Interviewrunde und es war so, so lustig. Ich kenne von Brandon Sanderson das Rad der Zeit. Den Zyklus, den Rat der Zeit Zyklus sind ja, glaube ich, 5 Bände. Und ich habe das damals geliebt. Das war ja so, ich weiß gar nicht, wann das anfing. Auf jeden Fall vor den 2010ern.
Und ich fand den Stil großartig. Und irgendwie habe ich aber dann Brandon Sanderson doch irgendwie aus den Augen verloren. Ich weiß, dass ich glaube, es war meine erste Frankfurter Buchmesse. Das müsste ja so 14, 15 gewesen sein, dass ich da noch total ein bisschen hypig war. So, oh, das ist der große Brandon Sanderson. Ich habe auch dazwischen, ich glaube, noch so zwei Einzelbücher gelesen, die nicht Teil irgendeiner Reihe sind. Aber die Kinder des Nebels, oh mein Gott, Kerstin, da hast du mich echt angefixt. Das klingt ja echt Bombe. Also diese Vorstellung mit dem Nebel. Und ja, ich glaube, das ist so das Buch, was ja überraschend jetzt neu auf die Wunschliste kommt. Und das klingt echt geil. Das kann ich nicht anders sagen. Mein Fantasy-Herz schlägt auf jeden Fall höher. Und es klingt wirklich mega. So, das waren meine Buchtipps. Ich hoffe, du kannst damit was anfangen. Und ich bin total gespannt, was du jetzt bastelst aus meinen Schnipseln. ich hoffe, dass ganz, ganz viele Leute diese Idee, die ihr da habt in dieser Videoreihe, verfolgen, weil ich glaube, im Moment muss man Buchhändler oder alle Einzelhändler unterstützen. Und ich freue mich natürlich, wenn ich Besuch bekomme von Leuten, die das vielleicht gesehen haben. Ja, dann danke Steffi, dass ich mitmachen durfte und ich hoffe, wir sehen uns in echt irgendwann wieder. Auch wenn ich fast das Gefühl hatte, ich habe mich mit dir unterhalten. Bis bald und bleib gesund. Tschüss. Vielen lieben Dank, Kerstin, dass du mit dabei warst, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du Bücher herausgesucht hast. Alle Buchtipps sind natürlich unten in der Infobox verlinkt. Klickt da gerne mal drauf, wenn euch die Bücher näher interessieren. Und ihr kommt direkt auch auf die Hugendubel-Seite, also schaut da gerne mal vorbei. Und besorgt euch gerne die Bücher, wenn sie euch auch ansprechen. Und ja, natürlich darf dieses Format gerne von Booktuber zu Booktuber wandern. Ich danke auch Sippy für die großartige Idee und dass sie das Format auch so offen hält. Und wer weiß, ob ich nicht doch auch irgendwie mal hier in meiner Umgebung eine Buchhandlung finde, die mir gerne diese Tipps geben möchte, die aber natürlich nicht so persönlich dann wahrscheinlich abgestimmt sind, wie es die von Kerstin Merkel sind. Und ich bin wirklich sehr dankbar, sehr happy und hoffe, euch hat das Video auch ein bisschen Spaß gemacht. Ihr nehmt vielleicht auch den ein oder anderen Buchtipp, die Empfehlung von meiner liebsten Buchhändlerin sozusagen jetzt mit und unterstützt einfach bei euch die Buchhandlungen vor Ort. Das ist natürlich das Beste, was man auch gerade jetzt zu dieser Zeit einfach machen kann. Und noch sind die Buchhandlungen ja offen. Also vielleicht nicht unbedingt zum langen Verweilen, aber wenn ihr eine Liste habt und gezielt da dann vielleicht einkaufen geht, dann denken wir immer dran, Safety first, wie man so schön sagt. Aber ich finde Buch, das geht einfach immer. Man kann natürlich auch zum E-Book greifen, da muss man nicht mal das Haus verlassen. Da, glaube ich, wisst ihr auch gut Bescheid. Liebe Kerstin, nochmals vielen, vielen lieben Dank, dass du dabei warst, dass du dir die Zeit genommen hast und mir deine Lieblingsbücher vorgestellt hast. Es gibt ja auch zwei Hangouts mit der lieben Kerstin, die packe ich auch mal unten in die Infobox. Und jetzt haben wir, glaube ich, genug gequatscht und insofern man je über Bücher genug quatschen kann. Ich danke euch jetzt fürs Zusehen und wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und macht es gut. Bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.